Tag zusammen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von City Skylines mit dem Blick auf den Umweltcampus, den wir in der letzten etwas längeren Folge gebaut haben, hier in der Morgendämmerung. Ja, der Plan der heutigen Folge ist, dass wir hier noch ein paar Detailarbeiten machen, dass wir hier den Campus ein bisschen verschönern. Hier fehlt ja noch einiges an ja, Bäumen. So, jetzt geht die Sonne auf. Wir müssen hier die Eisenbahnlinie noch weiterziehen. Ich will dann auch noch ein bisschen an Struktur ergänzen. Also ein paar kleinere Detailarbeiten hier mit unserem kleinen Industriegebiet, was wir hier unten errichtet haben. Und das müssen wir auch noch anschließen hier an das Straßennetz, dass wir hier noch einmal rüberkommen in unserer Kernstadt. Das ist jetzt der Plan für die heutige Folge. Von daher gehen wir mal direkt hier raus aus der Ansicht. Beenden auch mal hier den Tag-Nacht-Wechsel. Also ein paar Dinge will ich jetzt hier überarbeiten. Und zwar also die Eisenbahnverbindung. Müssen hier erstmal einstellen, dass wir hier keine Intercity-Züge erlauben. Die haben wir nämlich nicht am Bahnhof Neubrücke. Nehmen wir das Rückmal Bahnhof Neubrücke. So, wir wollen hier die Eisenbahnschienen langziehen. Da müssen wir leider ein paar von den Gebäuden abreißen. Das müssen wir in Kauf nehmen. Und also gucken, wie wir hier geschickt rüberkommen. Wo haben wir hier einen guten Punkt? Hier ist der Fluss. Wenn wir hier versuchen, mal gucken, mal hier, dass wir die Konturen anzeigen und dann hier mal gucken, das Gelände hier auf der Höhe, das sind 122. Da müssen wir hier tatsächlich mal einmal rüber. Wir machen das mal ein bisschen größer. Dann gehen wir hier gerade rüber oder einigermaßen gerade. Jawohl. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier. Können wir ja schon in der langen Kurve. Wahrscheinlich geht das nicht. Müssen wir aufpassen mit der Autobahn, dass wir hier nicht zu nah sind. Damit haben wir hier eine gute Verbindung. Und jetzt müssen wir hier drüben einmal den Berg hoch. Dann nehmen wir hier dieses Gelände abschrägen. Vielleicht noch etwas breiter. Kommen von hier und müssen dann hier. Können den Pinsel auch ruhig etwas breiter wählen. Also von hier unten und dann gehen wir hier einmal runter. Und dann kommt jetzt hier der Anschluss an die Hauptverkehrslinie, an den Hauptstrang. Dann können die Züge hier nämlich grundsätzlich auch durchfahren. Wir müssen den Bahnhof jetzt gleich noch anschließen an unser Schienennetz, dass wir hier vom Hauptbahnhof aus auch dahin kommen. Das heißt, wir legen jetzt hier, gucken mal, erstmal temporär machen wir den Pendelverkehr vom Hauptbahnhof hierhin. Gibt es eine direkte Verbindung? Glaube, ist gar nicht ohne. Moment, wir schalten mal die Sachen hier alle aus.
U-Bahn müssen wir auch mal ausschauen, dann sehen wir nämlich ein bisschen mehr. Da gibt es gar keine Direktverbindung hier rüber. Doch eigentlich schon, oder? Hier. Ne, tatsächlich nicht. Da müssen wir die Gleisführung noch ändern. Moment, wir testen mal von hier hinten aus. Also wir starten hier. So, wie ist dann die Verkehrsführung hier? Doch, das geht. Alles klar. Da ist die Verbindung. Wir machen also nur einen Pendelverkehr, damit wir das hier haben. Das ist jetzt HBF Neubrücke. Die Linie machen wir natürlich in grün. Wie sich für den Umweltcampus gehört. Da reichen, glaube ich, zwei Fahrzeuge. Prima. So, wo fahrt ihr jetzt hin? Fahrt ihr jetzt hier auch so rum oder was? Na gut. Also haben wir das schon mal angeschlossen. Jetzt brauchen wir noch die Straßenverbindung. Auch da müssen wir mal gucken, wie wir hier geschickt rüberkommen. Wir haben hier. Könnten das hier vielleicht nutzen, weil ja die Mosel ist an der Stelle sehr breit. Wir können jetzt gucken, dass wir hier durch Ogaden hier hinten quasi hier die Verbindung gerade ausziehen. Ich glaube, das ist sinnvoller. So, das war nicht so geschickt. Aber die Verbindung hier hinten, Ogaden, eigentlich ist es ja so, die, oder Ogaden ist ja eine Sackgasse, sondern dass man eigentlich hier hinten rumkommen muss. Das werde ich so machen. Also, wir gucken mal. Jetzt von hier müssen wir hier schon mal hoch. Das an. Ach, die Eisenbahn sieht ja auch. Ah, da bin ich aufgepasst. Das müssen wir, glaube ich, anders machen. Das sieht ja hier auch rissig aus. Also, wir gucken mal. Das müssen wir mal gerade machen. Also, hier haben wir 100. Also, wir sind hier bei 118 und 116. Eigentlich passt das von der Höhe. Eigentlich passt das. So, das ist gut. Ja, das sieht ja hier wild aus. Also das können wir, glaube ich, mit Move It doch kitten, oder? Kann ich hier nicht diese Elemente hier hoch machen, das mache ich auch bei Gelegenheit, das meine ich jetzt. Das will ich jetzt mal in Ruhe testen, bevor ich jetzt hier diese Änderung mache, aber das ist ja wirklich nicht ganz hübsch geworden. So, dann ziehen wir diese Straße hier weiter geradeaus. Prima, damit haben wir da die Verbindung, die das hier kitten war bei Gelegenheit, aber ich möchte hier diese Straße auch noch verknüpfen. Da ist die Frage, wie wir von hier drüben, ich würde es ja anbieten, hier diese Doppelstraße zu nutzen, hier rüber zu kommen. Andererseits ein bisschen unglücklich, wir könnten hier versuchen rüber zu kommen. Da sind jetzt die Verbindungen geschaffen hier zu unserem Umweltcampus. Einmal außen rum hier hinten. Da haben wir die Verbindung, das ist gut. Und das gleiche haben wir jetzt hier auch. Ansonsten geht es über die Autobahn.
Aber können wir jetzt hier dieses Gelände entwickeln? Das finde ich, glaube ich, ganz gut. So, die Polizei scheint Schwierigkeiten zu haben. Scheint mir. Hier fehlt Wasser. So, und hier auf dem Beachvolleyballplatz ist die Kriminalitätsrate zu hoch. Aha. Gut. Also die Polizei ist hier gar nicht aktiv. Brauche vielleicht hier eine Polizei. Das ist natürlich jetzt, das ist nicht in Neubrücke. Also, großes Polizeihauptquartier. Interessant, dass die nicht so weit kommen. Wir setzen mal eins hier hin. Die Müllabfuhr, die kommt auch nicht bis nach Oak Garden. Da werden wir dann hier hinten nochmal so ein Gebiet, was haben wir hier noch für eine Felsformation? Was ist denn so ein Loch? Hoch. Was ist denn das hier für ein Loch? Interessant. So, wie komme ich jetzt hier wieder raus aus dem Loch? Ah ja, jetzt bin ich wieder draußen. Sehr gut. Irgendein Loch. Also, gut. Aber dann werden wir hier hinten nochmal ein paar Straßen setzen als Service-Einrichtung für die Stadt, die dann hier hinten entsteht. Die brauchen wir, bevor wir dann gleich in die Detailarbeit gehen. Wir brauchen hier ein Recycling Center. Wir brauchen hier die Feuerwache. Platzieren hier noch mal eine Polizeiwache. Und das machen wir auch, wenn wir den Arzt eigentlich nicht mehr haben, setzen wir hier noch mal die Arztpraxis, die hier früher war, aber wenn wir hier vorne haben wir ja eigentlich die Physiotherapie. Da machen wir eine Arztpraxis hin, das ist, glaube ich, ganz gut. Habe ich noch irgendwas hier in der Richtung? Nö, das, ich glaube, das passt. Da hinten brauchen wir noch Strom. Da legen wir die Rohrleitung entsprechend. Damit sind alle Probleme gelöst. Dann kommen wir jetzt zu den Detailarbeiten und dazu gibt es noch ein paar Infos zum Umweltcampus. Das müssen wir einmal drehen. Das war nämlich nicht ganz korrekt. Der Schachfeld ist eigentlich hier direkt am Eingang vom östlichen Tal. Das Basketballfeld ist ein bisschen, hat ein bisschen Abstand. So sieht es ja eigentlich tatsächlich aus. Jetzt entstehen hier auch die ersten Gebäude von der Campus Company. Prima, nur wir fahren noch Autos rum. Warum? Die sollen hier nicht fahren. Ja, damit haben wir hier auch den Verkehr eingedämmt. Ja. Das passt, das passt, das passt. Ja, gut, dann werden wir jetzt ein bisschen Detailarbeiten machen. Also platzieren wir erstmal ein paar Bäume, die wir hier haben. Wir haben hier vorne am Beachvolleyballplatz haben wir ja noch ein paar größere Bäume. Jetzt gucken wir mal hier eine Kiefer, kleine Buche. Haben wir so eine Eibe. Also hier stehen ein paar Bäume. Könnten vielleicht gucken, ob sich vielleicht hier vorne so ein Carport bildet. Guck mal, vielleicht bildete sich ja hier vorne
wahrscheinlich müssen wir hier nochmal hier was hinsetzen, damit der Strom überspringt. Gut, dann haben wir hier mittelgroße Bäume. Wir gucken mal, was haben wir hier? Die Erle. Ja, die setzen jetzt mal hier entlang. Und dazu gibt es noch ein paar Infos zum Umweltcampus. Also entstanden, das hatte ich ja letzte Folge schon erzählt, aus einem Militärkrankenhaus der Amerikaner heraus, ist auch früher ein Lazarett. Im Zuge des Kalten Krieges sind sie in der Nähe von Kaiserslautern, auch dem Air Force Standort in Ramstein. Da war die Befürchtung, also 50er, 60er Jahre, also 50er Jahre im Koreakrieg, dass die Amerikaner ihre Soldaten hier dann ausfliegen müssten und dann hätten sie sie hier behandelt bei uns auf dem Gelände, als das noch ein Lazarett war. Dazu ist es aber tatsächlich dankenswerterweise nie gekommen. Es war eigentlich nicht wirklich in Betrieb, das Krankenhaus. Und dann ist es Ende der 80er Jahre ist es aufgegeben worden von den amerikanischen Streitkräften. Und dann hat die Landesregierung des Landes Rheinland-Pfalz dann gesagt, wir übernehmen dieses Gelände und nutzen es als Konversionsfläche, um daraus dann einen Hochschulstandort zu machen, um die Region so ein bisschen zu stärken, dadurch, dass wir jetzt im Hunsrück liegend in einer strukturschwachen Region sind. Ist natürlich der hat die regionale Wirtschaft natürlich auch ein Interesse daran, dass wir dort aktiv sind, dass es dort auch Nachwuchs gibt und man junge Menschen ausbildet in verschiedenen Bereichen mit diesem Umwelt- und Nachhaltigkeitsgedanken. Das war so der Plan. Das ist dann auch passiert und jetzt seit 26 Jahren gibt es jetzt den Standort. Jetzt hier noch ein paar Büsche. Also 26 Jahren sind wir jetzt Hochschulstandort, gestartet mit rund 500 Studierenden, mittlerweile 2200, 2300. Gucken, wie viele jetzt dieses Semester sich dann noch einschreiben und zurückmelden. Und das Angebot ist tatsächlich sehr breit gefasst, von klassischen Studiengängen im Technikbereich, Maschinenbau, Informatik, aber auch dann mit der Umweltplanung, den erneuerbaren Energien, die man bei uns studieren kann, und dann die Fächer Betriebswirtschaft und Betriebswirtschaft und Umweltrecht, also immer der Nachhaltigkeitsfokus, den wir haben. So, ich will jetzt hier nochmal ganz kurz den Teich platzieren, den wir hier auf der Seite haben. Da muss er hier mal einmal so eine. Boah, Hilfe, das war zu stark. So, das war zu viel. Das müssen wir nochmal sauber machen. Also hier Stärke ein bisschen weniger. So, jetzt nehmen wir uns mal hier eine Höhe, die einigermaßen passt. Und dann haben wir hier unseren Teich. Wir drehen ihn noch mal ein bisschen, denn der ist hier eigentlich etwas breiter und hier noch etwas schmaler. So, und dann habe ich hier noch das Wasser. Ich glaube, das wahrscheinlich überflute ich jetzt gleich den Umweltcampus. Wir schauen mal. Alles klar, da
sucht sich das Wasser jetzt seinen Weg. Das passt. So, dann können wir hier noch ein paar Bäume pflanzen. Das war jetzt ein bisschen tricky hier mit dem Wasser. Aber hier wollen wir ein paar Bäume stehen. Ja, also zurück zu dem, was ich eigentlich erzählen wollte, nämlich, dass wir hier am Umweltcampus ja doch klassische Studiengänge haben, wie jetzt Informatik oder wie die den Maschinenbau, natürlich immer mit dem Fokus der Nachhaltigkeit, aber das, ne, ja, noch irgendwas, wo ich hier kein Wasser habe. Ja, okay, dann ziehen wir das hier nochmal weiter. Auf der Seite stehen nochmal ein paar Bäume. Ja, dann haben wir halt die klassischen Studiengänge, also Informatik. Da geht es halt um die Medieninformatik oder die angewandte Informatik und die künstliche Intelligenz. Und uns fehlt natürlich noch das Krematorium. Das ist immer das Gleiche. Aus. Leider nicht. Dann müssen wir es mal hier so reinfuschen. So, hier vorne ist es den Leuten am Bahnhof zu laut. Das war zu befürchten. Dann müssen wir hier noch mal ein bisschen Gewerbe machen. Das ist auch besser. Das Krematorium, da lagen gerade studentische Leichen rum. Da muss jetzt mal so ein bisschen der Spielmechanik entgegenkommen. Und das hier noch machen. Wir haben nicht genug Personal. Na gut, das wird sich dann schon finden, aber das ist tatsächlich nicht ganz falsch, da wir tatsächlich das Problem haben. Oh, die fahren noch Autos, kann das sein? Dass einfach die Leute oder die Firmen, die da sind, mit Nachwuchsmangel kämpfen, wie überall. Weil wir einfach ja, gar nicht genug Studierende haben für die Aufgaben, die so anfallen. Das ist tatsächlich so. Also, was haben wir noch? Dann haben wir halt die Wirtschaftsingenieurstudiengänge. Die erneuerbaren Energien. Das ist ja mein Studiengang. Und dann haben wir noch die Umweltplanung, also einer der ersten Studiengänge, den wir geschaffen haben. Und ja, dann noch der große Bereich der Verfahrenstechnik, also Prozess- und Bioverfahrenstechnik, also jetzt im Moment auch für das Land Rheinland-Pfalz sehr attraktiv, da wir ja BioNTech bei uns in Mainz und einen Produktionsstandort auch in Ihr-Oberstein haben, ist das natürlich auch sehr interessant, auch für die Studierenden dort aktiv zu sein. Haben wir in Ihr-Oberstein auch einen kleinen Standort mit der Gestaltung, also Schmuck, Design. Das gehört dann jetzt zur Hochschule Trier, nicht zum Umweltcampus. Wir gehören ja zur Hochschule Trier und damit, ich glaube, hier ist jetzt der Strom übergesprungen, oder? Ja, alles klar. So. Der grüne Laden, okay. Ich glaube, ich mache hier diese Zonensache mal weg. Dann machen wir einfach normale. Mir gefällt das nicht, dass hier so viele Parkplätze entstehen. Das finde ich nicht gut. Ja, okay, dann müssen wir außerdem noch den Wald setzen.
Denn wir sitzen ja mit, tatsächlich mitten im Grünen. Da müssen wir mal hier die Pinselgröße etwas vergrößern und ziehen wir mal hier den Wald, denn wir sind tatsächlich umschlossen von einem Baumstreifen. Das wollen wir jetzt hier etwas damit repräsentieren. Hier vorne soll das Nationalparkamt hin, so ist das geplant. Ziehen wir es mal hier so rum. Nehmen wir nochmal den nächsten Baum. Mischen das ein bisschen. Also, das ist hier mitten im Grünen. Das ist sehr positiv. Ja, es ist natürlich klar, dass wir hier auch im ländlichen Raum sind, also Großstadt selber, sondern mit dem Zug fahren. Das geht dann hier von dem Bahnhof aus eigentlich sehr gut, dass man dann von Neubrücke mit dem Studierendenticket dann Richtung St. Wendel zum Beispiel fährt, also die nächste Haltestelle. Das geht eigentlich wunderbar. Und ansonsten, klar, kann man nach Mainz oder Saarbrücken fahren, das dauert etwas länger, da hat man wirklich eine größere Stadt. Aber ich denke mal, so ein bisschen Party-Feeling haben möchte, dann geht das eigentlich von unserem Standort aus auch sehr gut. So, da sind wir jetzt hier wirklich sehr schön im Grünen. Jetzt hier auch noch ein paar Bäume. Aber das gefällt mir eigentlich schon sehr gut. Hier müssen wir noch ein paar Bäume platzieren. Prima. Ja, das gefällt mir eigentlich alles schon sehr gut. Paar Bänke können wir noch mal spendieren. Dann gucken wir, was es jetzt hier noch so an neuen Assets hier gibt. Also hier solche modernen Parkbänke, die haben wir tatsächlich hier vor dem KG. Also da kann ich sie gar nicht platzieren, kann ich sie aber hier platzieren. Die haben wir hier stehen. Was wir noch so Schönes hier haben. Pflanzkübel, Objekte, Foodtrucks, die haben wir jetzt tatsächlich nicht bei uns. Diese Objekte hier, diese Platten will ich jetzt auch noch nicht einzeichnen. Ja, aber hier ist das quasi dieser. Vorne, hier vorne haben wir auch noch mal so eine kleine Lerninsel. Direkt am Wasser, das ist eigentlich auch ganz hübsch. Im Stadtpark gibt es doch eigentlich auch ganz schöne Bänke. Das. Gucken wir nicht noch was anderes? Ne, die Kanone haben wir schon platziert. Da nehmen wir hier sowas. Jetzt hier noch ein bisschen das. Ein bisschen Freiheit nehmen wir uns. Das gleiche machen wir nochmal hier hinten bei den Studentenwohnheimen. Da kann man dann nämlich ein bisschen auch Party machen. Das passiert natürlich, wie sich das für gute Studierendenwohnheime gehört. Natürlich auch, dass man dann dadurch auch mal wissen muss, dass man als Studierender auch mal feiern darf, feiern muss. Muss man mal lernen, das gehört auch dazu. Da muss man einen gesunden Mix entwickeln, aber tatsächlich ja, muss man auch mal wissen, dass man als Student und Studentin das entsprechende Studierendenleben ein bisschen genießt. Es ist nun mal die schönste Zeit im Leben. Man ist einigermaßen frei. Klar, ja, die Klausuren, die zu schreiben sind, aber ja. Ansonsten steht man auf eigenen Füßen und dann kann man sich entsprechend entwickeln. Also das mit dem Müll funktioniert noch nicht so richtig. Dann mache ich das mal so, dass ich quasi das Recycling Center. Ja, das sind immer weite Wege. Ich mache das mal so, das Recycling Center hier vorne. Das setze ich mal hier hinten hin. Das ist
Mülltonnen der für die Studierendenwohnheime. Und dann können wir das nochmal so machen. Der Wachdienst, den wir haben, kleinste Polizei, weil die sitzt eigentlich hier. Ja. Vorne haben wir so ein Gebäude, das setzen wir mal hier hin. Das passt eigentlich auch ganz gut. So, also. Damit haben wir jetzt unseren Umweltcampus eigentlich sehr schön hergerichtet. Das entspricht doch eigentlich ziemlich genau dem, was wir haben. Ach, jetzt springt der Strom hier nicht über zur Polizeistation. Irgendwas ist auch immer. Dann versetzen wir die vorne hin. Reicht das jetzt? Jetzt reicht es alles. Klar. Gut, dann denke ich, mit dem Blick hier auf den neu errichteten oder erweiterten grünen Umweltcampus fliegen wir mal näher ran. Oh, hier ist ganz schön Verkehr. Hier ist sogar. Boah, hier ist ja richtig Verkehr. Okay, hier sind zwar so ein paar Buden, die interessant sind, aber hier ist doch studentisch, ist ja hier wirklich viel los. Das gefällt mir sehr gut. Macht das irgendwie die Fan. Viecher hier von unserem Sportplatz. Aber ja, wir hier mal gucken. Also, da ist doch ein richtiges studentisches Leben. Wir zoomen mal rein und fliegen hier mal mit. Und mit diesem Flug über den Umweltcampus, durch den Umweltcampus, bedanke ich mich fürs Zuschauen der heutigen Folge. Nächstes Mal werden wir uns dann mit dem DLC beschäftigen. Das heißt, dass wir uns dann nochmal angucken, wie wir dann unsere Stadt noch autofreier gestalten, als wir es ohnehin schon gemacht haben. Aber mit den Studierenden, die hier unterwegs sind, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.